Hallo, liebe Festgemeinde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stiftung Fuseltest. Ich habe mir gedacht, ja, jetzt habe ich gerade so einen Hawaii-Becher gehabt. Das heißt, da ist auch Curaçao drauf und da bin ich jetzt gerade schon in Stimmung. Wer das mit dem Curaçao nicht verstehen sollte, dem sei das Lied Ahner noch von Bodo Bach ans Herz gelegt. So, was habe ich heute? Heute habe ich gute Neuigkeiten aus dem Hause 5,0, weil. Eigentlich müsste der Kollege hier 9,0 heißen, weil der hat nämlich 9% Alkohol. Und da habe ich mir so bei mich bei gedacht, nice. Gleiche Menge trinken, doppelt so voll oder ich muss nur die Hälfte trinken und bin genauso unterwegs. Und da ich nicht so gerne so viel Bier trinke, weil ich mich dann immer fühle, als hätte ich so einen Wanst und ja, ist das eigentlich eine ganz coole Sache. Da habe ich auch festgestellt, es ist gar kein Bier, sondern es ist ein alkoholisches Getränk auf Malzbasis. Wahrscheinlich, weil es sowas wie ein Reinheitsgebot gibt, dürfen die es wahrscheinlich nicht Bier nennen. Also Wasser, Gerstenmalz, Zucker, Hopfenextrakt, ich würde es genauso machen. Ne? Also Hauptsache dreht und ballert. Ne? Aber auf jeden Fall hier Metal Recycles Forever, finde ich gut. Ja, wir Metaller sind ja bekannt für unsere Liebe zur Umwelt, insbesondere zu norwegischen Wäldern, wo immer mal wieder irgendwelche Black Metal Bands verschütt gehen. So. Das ist süß. Ich hätte jetzt eigentlich eher sowas wie Bockbier erwartet, so dass es das so ein bisschen so im Geschmack ist oder so. Also schmeckt eigentlich wie Malzbier mit Wodka quasi so ein bisschen drin. Also man schmeckt keinen Alkohol raus. Das ist schon mal bei 9% könnte das so ein bisschen riskant werden für den einen oder die andere. Aber es hat so eine widerliche Süße wie Karamalz. Früher als Kinder haben wir das Zeug weggeschossen wie nix, beziehungsweise das von Henninger, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Und, oder war das Karamalz? Ich weiß nicht, doch, Karamalz und Kara plus Lemon, glaube ich, war das. Richtig geil, so ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen. Egal, so auf jeden Fall, ich glaube, man kann das Zeug auch genießen. Es ist halt schon sehr kalt, aber es ist trotzdem so ein bisschen nicht süffig. Also es ist. Mir ist es zu süß, ehrlich gesagt. Und ich bin nicht so der Fan von herbem Bier. Also so zum Beispiel Jever oder Beck's oder sowas, da muss ich mir dann immer die ersten fünf reinzwingen, bevor es dann anfängt zu schmecken. 5-0er ist halt ein klassisches normales Festivalbier. Das heißt, man haut sich die ersten fünf in die Rüstung und dann funktioniert schon irgendwie. Alles klar, super. Und Preis-Leistungs-Verhältnis top. Bei dem hier würde ich sagen, dass ungefähr das gleiche kostet wie die normalen 5-0er-Dosen, wie gesagt. Wer darauf aus ist, sich einfach nur den Helm zu lackieren und zu sagen, so, oh, jetzt, ne, wird jetzt erstmal entrostet, dann ist es in Ordnung und dann ist es auch völlig legitim, weil ich glaube, ich habe, was habe ich bezahlt, 89 Cent oder sowas für eine Dose. Und das, wie gesagt, funktioniert wohl sicherlich. Wer Bier mag, was ein bisschen süß ist und überhaupt kein bisschen herb, der wird da wahrscheinlich auch seinen Spaß dran haben. Aber ansonsten, also geschmackstechnisch kriegt das Ding von mir so vielleicht ein Zehntel irrigierten Daumen, so eher so ein E. Und wirkungstechnisch, ne, klar, 9%, ne, aber also so alles in allem bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Insgesamt würde ich sagen, kriegt das Ding jetzt so einen gute 40%, weil es halt ballert. Egal, jetzt haue ich mir erstmal den Rest rein und dann mache ich erstmal meinen sonntäglichen Mittagsschlaf. Und ja, ich bin jetzt gerade alleine, weil der andere Kollege heute leider arbeiten muss. Und ich zünde jetzt quasi gedanklich eine Kerze für ihn an. Ne? So. Der Arme. So. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge Stiftung Fuseltest.